Haben Sie gehört, was das Finanzamt jetzt gemacht hat? Das Finanzamt verfolgt eine ältere Dame. Die Frau ist 99 Jahre alt. Sie lebt im Pflegeheim und bezieht eine kleine Rente. Und diese Frau hat jetzt Post vom Finanzamt bekommen, dass sie die Steuererklärungen für 3 Jahre auf einen Schlag einreichen soll. Und das Ganze schnell, gerade mal 4 Wochen Frist hat die Frau gesetzt gekriegt. Darf das Finanzamt das eigentlich? Darf das Finanzamt alte Menschen in den Pflegeheimen anschreiben und sie zur Steuererklärung auffordern mit denkbar kurzer Frist? Ich verrate es heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn Sie hier neu sind auf dem Kanal. Bleiben Sie mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind in Sachen Steuer- und Finanzamt die Ersten, die Bescheid wissen. Ja, wir schauen uns heute an, was das Finanzamt von der Dame im Pflegeheim möchte, die mit 99 Jahren von ihrer Rente lebt und plötzlich Steuererklärungen abgeben soll. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie das finden, und die Quelle habe ich auch in der Videobeschreibung, ne, wie immer verlinkt. So, hier haben wir das. Schauen Sie, die Bild-Zeitung hat es gebracht. Finanzamt jagt Oma Lieselotte, in Klammern 99. Hier oben sehen Sie auch, warum. Pflegeheimbewohnerin soll Steuererklärung abgeben. Dabei kriegt sie seit 39 Jahren Rente. Hier sehen wir die Frau. Und wir schauen uns mal den Artikel an, was da los ist. So, hier sehen wir das. Am 28. Juni schrieb eine Sachbearbeiterin vom Finanzamt in Neumünster, Schleswig-Holstein, an Lieselotte, betreff Einkommensteuer für die Jahre 17 bis 19, mit der Aufforderung, eine Steuererklärung zu machen. 4 Wochen. Frist, ne? Der Sohn der Frau ist stolze 76 Jahre alt und sagt: Meine Mutter wohnt in einem Heim, sie hat Pflegestufe 5, sie muss gefüttert werden. Es ist also komplett ausgeschlossen, dass diese Frau eine Steuererklärung macht. Hat sie auch noch nie gemacht. Ja, hier haben wir den Sohn. Hier sehen wir auch, was die Frau vor der Rente gemacht hat. Die war Stenotypistin. Ja, und seit 82 hat sie eine Rente gekriegt und seit 2017 auch eine Witwenrente. Laut Bild-Zeitung sei das vermutlich der Auslöser gewesen, die Witwenrente. Würde ich so nicht unterschreiben. Das ist wieder mal Bild-Zeitung, unvollständige Information. Die Renten sind ja schon länger steuerpflichtig. Das wusste eine Zeit lang nicht jeder, aber mittlerweile verfolgt das Finanzamt mit Steuerprüfungen und auch mit Steuerstrafverfahren Rentner, Senioren in Deutschland. Das ist einfach eine Tatsache, und dass speziell eine Witwenrente das auslösen soll, dass das Finanzamt hier Steuererklärung verlangt, würde ich so nicht unterschreiben. Das kann genauso gut die gesetzliche Rente gewesen sein, ne? Okay, wir schauen mal weiter. Hier haben wir dann noch das Statement vom Sohn. Ich habe mit der Sachbearbeiterin telefoniert beim Finanzamt. Sie drohte mit Schätzung. Zumindest darf ich jetzt die Heimkosten nachreichen. Ja, darf das Finanzamt das jetzt oder nicht? Wie ist Ihre Meinung? Auf der einen Seite, die Frau wird keine Steuererklärung abgeben können, in dem hohen Alter, im Pflegeheim. Und auf der anderen Seite, das Finanzamt will die Steuererklärung. Wie ist denn jetzt die gesetzliche Lage? Ich verrate es Ihnen. Im ersten Schritt, ja, das Finanzamt darf das, aber natürlich. Also, das Finanzamt darf die Steuererklärung verlangen, denn jeder in Deutschland muss die Steuererklärung abgeben, wenn sie ein bestimmtes Level an Einkünften erreichen. Dieses Level nennt sich Grundfreibetrag. Es sind ein bisschen mehr als 9.000 Euro. Ich habe dazu ein Detailvideo gemacht. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie rein. Freibeträge letztes Jahr, dieses Jahr. Sobald Sie oder Ihre Eltern, Großeltern diesen Freibetrag erreichen, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben. Führt kein Weg dran vorbei. Und in einem zweiten Schritt,
kommt natürlich das große Aber. Denn was wird denn jetzt passieren? Die Steuererklärungen, das wird der Sohn machen. Die Steuererklärungen, da wird die Rente drin stehen, die gesetzliche Rente plus diese Witwenrente. Und dann geht es als nächstes an das, was die Rentnerin absetzen kann. Man kann einiges absetzen als Rentner. Und vor allen Dingen zählen natürlich dazu die Pflegekosten. Die Kosten im Pflegeheim lassen sich von der Steuer absetzen. Ohnehin die ganzen Krankheitskosten, Arzt, Medikamente, das ist der größte Posten auf jeden Fall bei der Steuer. Das heißt, am Ende wird gar nicht so viel bei rüberkommen fürs Finanzamt. Und die Frist von 4 Wochen ist natürlich viel zu kurz bemessen. Das heißt, wenn Sie so ein Schreiben bekommen für Ihre Eltern, Großeltern, Oma, Opa, dann würde ich als erstes mal beim Finanzamt hingehen und sagen, Moment, ich brauche erstmal eine Fristverlängerung. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen über die Einnahmensituation, die Rentenbescheinigungen und dann müssen Sie ja die ganzen Ausgaben zusammenstellen. Krankheit, Pflegeheim, Apotheke, Medikamente. Welche Versicherungen sind da? Sie können Versicherungen von der Steuer absetzen. Zum Beispiel die Haftpflichtversicherung. Einen großen Teil von der Krankenversicherung. Handwerkerkosten, alles Mögliche, das müssen Sie erstmal zusammenstellen und das kostet Zeit. Dafür reichen 4 Wochen, nicht mal ansatzweise, selbst wenn Sie die Steuererklärung nur für ein Jahr abgeben. Und in dem Fall sind es ja 3 Jahre. Also da muss Ihnen das Finanzamt schon deutlich mehr Zeit geben. Und natürlich, was Sie sich überlegen sollten, professionelle Hilfe. Das muss kein Steuerberater sein, wenn Sie sagen, ich kann oder will mir das nicht leisten. Überlegen Sie, zum Lohnsteuerhilfeverein zu gehen. Ich habe die Verlinkung hier unten auch in der Beschreibung drin. Die Lohnsteuerhilfevereine, die vertreten nur die Selbstständigen nicht. Selbstständige, Freiberufler, Firmen geht nicht. Aber hier der Klassiker, Rentner, Senioren mit gesetzlichen Renten, Witwenrenten, Witwerrenten, die können auf jeden Fall durch den Lohnsteuerhilfeverein vertreten werden. Und von da kriegen Sie die genauen Infos, was Sie absetzen können und was nicht. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, das Ganze lohnt sich doch gar nicht für mich, Frau Lederer, warum sollte ich den Aufwand betreiben? 1 oder 3 Jahre Steuererklärung, die Renten reinschreiben, dann die ganzen Kosten für die Pflege. Am Ende bleibt sowieso 0,0 fürs Finanzamt. Warum sollte ich diesen Aufwand betreiben? Ich habe doch gar nichts davon. Dann habe ich einen guten Tipp für Sie. Ich würde es auf jeden Fall machen, denn an dieser Pflicht, die Steuererklärung abzugeben, können Sie nicht rütteln. Das Ding steht im Gesetz. Das heißt, Sie müssen es machen und Sie vermeiden auch Schlimmeres. Denn was passiert denn als nächstes, wenn Sie so eine Aufforderung bekommen, die Steuererklärung abzugeben? Dann kommt die Erinnerung vom Finanzamt. Ja, das ist eine Mahnung, dass Sie das Ding machen sollen. Wenn Sie das wieder ignorieren, dann droht Ihnen das Finanzamt ein sogenanntes Zwangsgeld an. Das ist eine Strafe dafür, dass Sie die Steuererklärung nicht abgeben. Und nach dieser Androhung setzt das Finanzamt dieses Zwangsgeld fest. Das ist dann eine Art Zwangsgeldrechnung vom Finanzamt, hat nichts mit der eigentlichen Steuer in Euros zu tun, sondern ist nochmal eine Strafe, weil Sie die Steuererklärung nicht abgegeben haben. Und es kann noch dicker kommen. Sie haben es ja in dem Beispiel gesehen, die Beamtin hat in dem Fall gedroht zu schätzen. Wenn Sie also die Steuererklärung nicht abgeben und Sie gehen durch die Mahnung und durch das Zwangsgeld und geben sie immer noch nicht ab, dann kann das Finanzamt die Einnahmen schätzen. Und so viel ist sicher, in den meisten Fällen sind die Schätzungen vom Finanzamt deutlich höher als die echten Einnahmen. Und es gibt noch eins, was passieren kann. Wenn Sie keine Steuererklärung abgeben, Sie kriegen die Schätzung rein, dann kann das Finanzamt ein Steuerstrafverfahren einleiten. Da geht es dann um Steuerhinterziehung. Macht natürlich bei der Seniorin, 99 Jahre alt, im Pflegeheim nicht wirklich Sinn. Aber das Finanzamt verfolgt damit einen ganz anderen Zweck. Mit einem Steuerstrafverfahren, da kann es nicht nur die Steuererklärung der letzten 3 Jahre verlangen, sondern der letzten 10 Jahre. Und wenn die Frau keine Steuererklärung abgegeben hat, so wie viele Senioren und Rentner in Deutschland, dann werden aus den 10 Jahren sogar 12 Jahre. Also, ich würde die Steuererklärung machen,
Wenn Sie es nicht alleine schaffen, würde ich mir Hilfe nehmen, Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, um einfach Schlimmeres zu verhindern. Und Schlimmeres heißt, die Rechnung wird teurer. Teurer insofern, es gibt ein Zwangsgeld für die Nichtabgabe von der Steuererklärung. Es gibt eine Schätzung vom Finanzamt, die kann höher sein als das, was wirklich reingekommen ist an Renten. Und on top, es kann sogar noch ein Strafverfahren eingeleitet werden. Und auch wenn es eben dann nicht mit einer Verurteilung und Inhaftierung endet, so ist das Ziel beim Steuerstrafverfahren, weiter zurückgehen zu können als nur 3 Jahre, nämlich bis zu 12 Jahre. Und dann haben Sie eine richtig hohe Rechnung vom Finanzamt. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie noch mal einen Podcast rein zur Sendung. Den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Ciao.